Heute, was geht ab, Leute, Hunger? Seht ihr das? Das fokussiert nicht. 10.000 Euro Cash von Bargisch. Denn wir veranstalten ein 10.000 Euro oder eher Yu-Gi-Oh! Turnier. Viele haben das schon mitbekommen. Hin und wieder haben wir es erwähnt, bisschen gehypt. Aber die Woche wird es gehypt, weil das findet schon nächste Woche statt. Zumindest erster Spieltag, weil es zieht sich über mehrere Spieltage. Und gesamt wird dann 10.000 Euro an den ganzen Spieltagen und dem Finale verteilt. Also es ist nicht, dass einer 10.000 Euro gewinnt. Eingeladen sind die alten TBT-Jungs, denn wie viele von euch wissen, wir haben früher Yu-Gi-Oh! Gespielt und hatten auch einen Yu-Gi-Oh!-Kanal. Ich bin am Start, Bagisch ist am Start, Tati ist am Start, Nico Away ist am Start, Chong ist am Start. Habe ich den schon gesagt? Nee. Und Dimi ist am Start, weil der hat früher auch dazu gehört, auch wenn er sich jetzt von einem Jahr abgekoppelt hat. Und Bagisch will ihn trotzdem dabei haben, weil das ist Bagisch sein großer Traum gewesen. Früher hatte Bagisch nie viel Geld, er konnte sich fast nichts leisten, keine Karten, keine Decks. Und dann haben wir mit Yu-Gi-Oh! Aufgehört. Jetzt hat er Geld durch Bitcoin, investiert in Bitcoin. Und ja, einer seiner größten Wünsche war immer, dass die ganze Truppe nochmal zurück zu Yu-Gi-Oh! Kommt. Nicht regelmäßig auf ein großes Turnier oder so fährt. Jetzt Corona-mäßig ist das natürlich nicht möglich. Nach Corona, ihr seht uns safe auf der deutschen Meisterschaft, einfach so zur Gaudi. Aber ja, habe ich gesagt, ja okay, Bagisch, für dich, weil du so viel für die Gruppe gemacht hast, Bitcoin-technisch mit seinem Wissen. Machen wir das Turnier, spielen ein bisschen Yu-Gi-Oh! Alle wieder am Start, auch Demi, der Abgestoßene. Dementsprechend, wer die Vlogs, Daily Vlogs gesehen hat, der weiß, Demi hat sich in letzter Zeit ein paar Mal gemeldet. Und das natürlich nur wegen dem Turnier, weil das davor bevorsteht und er natürlich mitmachen will und Geld machen will. Aber egal, Bagisch will ihn dabei haben. Was soll ich sagen? 10.000 Euro, saftig, knaftig. Eigentlich kann man nicht verlieren, also du kommst eigentlich immer mit Plus raus nach den ganzen Spieltagen. Wäre geil gewesen, wenn wir irgendwie so einen krassen, okay, es gibt nicht so viele klasse deutschsprachige Yu-Gi-Oh! YouTuber mit eingeladen hätten für ein bisschen Cloud, ein bisschen Hype, aber Corona-bedingt ist es natürlich nicht möglich und dadurch, dass auch mehrere Spieltage sind, kann jetzt oder würde wahrscheinlich keiner zu jedem Tag Spieltag fahren. Aber wir werden ein paar Sachen aufnehmen, natürlich Daily Vlogs, auch auf Twitch, Livestreamen dann die ganzen Spieltage, also schaut gerne vorbei. Und ja, ein Yu-Gi-Oh! Turnier, 10.000 Euro sind komplett auf dem Spiel. Noch mehr von diesen verrückten Sachen werden in Zukunft, wenn alles glatt läuft bei uns, mit den Finanzen natürlich hier stattfinden. Wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Bagisch will einfach so Leute auf Twitch herausfordern für 1.000 Euro Mario Kart oder sowas. Solche verrückten Sachen, all dies, das. Yu-Gi-Oh! Lad gerade das Video hoch oder bearbeitet das. Ihr wisst, Daily Vlogs heißt Daily Schneiden. Portfolio geht krass ab. Weiß nicht, ob ich heute direkt was über Bitcoin mal wieder erzählen muss. Ich habe jetzt als Titel für dieses Video eigentlich schon das 10.000 Euro Yu-Gi-Oh! Turnier. Vielleicht mache ich das auch morgen, je nachdem wie sich die Lage heute noch entwickelt. Aber ja, ein bisschen Ausruhen muss auch mal sein, nicht nur immer hustlen, aber später wird wieder gehustelt, weil ich habe die Woche nicht viel für Hongs Tour gemacht. Also für die Tour, die Strecke an sich, habe ich nicht viel gemacht, weil wir arbeiten da gerade an Strecke Nummer 3, die Uni-Tour. Ich habe viel gemacht, ich habe mich mit den Influencern rumgeschlagen, versucht da was zu starten, relativ erfolgreich. Los, aber ja, trotzdem muss gehustelt werden. Ich bin der CEO und wenn ich eine gewisse Leistung von meinem Kollegen erwarte und den, mit denen wir zusammenarbeiten, den Fotografen und so, muss ich die natürlich auch selber an den Tag bringen. Also du kannst nicht von allen verlangen, dass du pünktlich, dass alle pünktlich sind und du selber kommst dann immer zu spät. Weißt? Also muss natürlich sein, ein bisschen hustlen, gönn mir einen Döner nebenbei, nehme euch natürlich mit. Aber ja, Portfolio geht krass ab. Falls ihr mir auf Instagram folgt, ich habe heute für euch gestern wie immer ein kleines Q&A gemacht, je nachdem welche Fragen offen stehen, weil das Portfolio hat eine halbe Million US-Dollar erreicht. Eine halbe Million US-Dollar. Vor einem Jahr, wie gesagt, morgen vielleicht nochmal ein ausführliches Video dazu. Vor einem Jahr bin ich eingestiegen in Bitcoin, Bagisch ist zurückgekommen, Jungs. Ein Jahr später eine halbe Million US-Dollar gemacht. Eine halbe Million, Mann. Plus, das war erst der Anfang. DeFi hat ja noch so viel Potenzial nach oben und Cashflow. Ich krieg so und so viele 100 DeFi am Tag und die werden in ein paar Jahren so und so viel wert sein. Aber auch nichts. Vielleicht kommt auch hier zack, zack, Crash, was sich immer noch ein paar wünschen. Digga, was ist das? Sonntag geschlossen. Richtig leid, Mann. Was mache ich jetzt?
eigentlich perfekt für Hongs Tour. Wetter auch perfekt für Hongs Tour. Wie sieht's aus mit Hongs Tour? Also wie mit jedem Startup, oder? Alles behind schedule, nichts wie geplant. Aber was soll man machen? Kann auch nächstes Jahr noch durchstarten. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie Zeitdruck, aber Wetter wird gut, die Leute könnten eigentlich alles zocken. Ich habe was Saftiges zu essen entdeckt. Zeige ich euch gleich. Pinakotheken. Alter, wenn ihr sehen könntet, wie viele Menschen da sind. Alle kacken drauf. Ist wieder ganz normal. Schönes Wetter. Alles potenzielle Kunden von Hongs Tour, die ich nicht mitnehme. Was sollen wir machen? So. Sigis Vegan. Weißt du? Sigis. Aber das ist ein veganer Foodtruck. Kuss geht aus an Tati, der nicht veganen Foodtruck hat, aber ein Foodtruck. Ihr wisst Bescheid, schaut vorbei. Beyond Meat, Digga. Beyond Meat. Und eine vegane Leberkäse. Ich hab schon wieder vergessen, was das war, aber auch verrückte Mayo. Keine normale. Das Ganze ist beides zusammen immer noch billiger als die beiden kleinen Mini-Sandwiches von gestern. Und um einen weiten, also. Das hat beides zusammen 15 Euro gekostet. Beide Sandwiches. Gestern 20. Also ich glaube, ich hatte noch nie Beyond Meat. Außer in diesem Burger King vegan Ding ist Beyond Meat. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Schmeckt wie ein Burger, krass. Was saftig. Auch eine kleine, feine Semmel. Ich bin gespannt auf das Fleisch. Also Fleisch. The fuck? Warum die Konsistenz? The fuck? Kostet halt wie 2, aber je nach der Region vielleicht auch wie 3. Alter, ich hatte gerade den letzten Bissen, ich komme immer noch nicht drauf klar, wie krass das nach Leberkäse geschmeckt hat. Heftig, Mann. Ihr seht das hier nicht, aber da sind 5 Köpfe von 5 bekannten Personen. Perfekt für Hongs Tour. Mein Gott, könnt ihr das erkennen, Leute? Ich habe ein paar Nachrichten reinbekommen. Anscheinend lief der Galileo-Beitrag. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Format war. Das ist so dieses Was-wäre-wenn-Format, glaube ich, gewesen. Letztes Jahr, das war auch schon ein halbes Jahr her. Damals hatte ich auch noch wieder ein paar Vlogs gemacht, nicht daily. Übrigens, wir haben fast wieder einen Monat Daily Vlogs. Da hatte ich auch ein paar Vlogs immer gemacht, hin und wieder mal. Auch da zu diesem Auftritt Komparse war ich da. Random zum Spaß, hat eine Freundin gesagt, hey, weil der Aufruf war irgendwie, hey, wir suchen einen Asiaten. Habe ich zum Spaß mitgemacht, ich wusste nicht mal wofür. Habe mich beworben, gemeldet. Die so, ja, hey, kannst gerne kommen, komm zum Corona-Test, der wird bezahlt. Und dann komm dahin und ja, dann bin ich dort gewesen, war auf einmal Galileo. Das Ganze habe ich auch gefilmt, bisschen behind the scenes und drüber gequatscht. Und dann haben die mir eine Abmahnung geschickt. Hey, du hast zu viel verraten, dies, das. Musst du bitte offline nehmen. Habe ich dann offline genommen, deswegen, weil ein paar haben auch schon kommentiert oder auf Instagram geschrieben oder halt auch privat. Hey, yo, Hong, das bist doch du. Da hat einer vorhin in den Kommentaren geschrieben, hey, mach doch mal ein Video dazu, wie es so war und so weiter. Dann habe ich ihm geantwortet, Digga, habe ich schon gemacht. Und dann habe ich eine Abmahnung bekommen. Dementsprechend, ja, falls ihr mich bei Galileo gesehen habt, das war ich. Nicht irgendein Asiate. Und ja, war lustig dort. Ich hätte eigentlich noch einen zweiten Drehtag gehabt, aber nach dem Vorfall mit der Abmahnung, wie gesagt, wo die das Video gesehen haben und die so, oh mein Gott, dieses Video hat schon 1000 Klicks. Und 1000 Klicks ist halt eigentlich nichts, weil das... Wir machen uns ja lustig über die toten Klicks von mir. 1000 Klicks war nichts, aber für die war das damals voll der Horror. Oh mein Gott, 1000 und das. Ich habe eigentlich gar nichts verraten und dies, das, aber naja, so ist es halt. Und ich hatte noch einen zweiten Drehtag. Der wurde halt gecancelt. Ich weiß gar nicht, wie die den ersetzt haben ohne mich, aber ja. Schauen wir mal, ob ich da reinschauen werde. Aber das war's von mir, Leute. Morgen ein bisschen was über Krypto, weil der ging heute gut ab. Ich habe eine kleine Q&A-Session gemacht. Vielleicht beantworte ich. Einfach die, also erzähle ich euch die Fragen, die ich auf Instagram beantwortet habe. Das machen ja auch viele YouTuber, einfach die Q&As zu beantworten. Und ihr wisst Bescheid, folgt uns gerne auf Instagram und Twitch jeden Freitag und dieses Wochenende auch das 10.000 Euro Yu-Gi-Oh! Turnier. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren.
Shot Galileo, falls ihr mich findet, gerne mir schicken. Ansonsten natürlich Serious Business und ciao. Und in Bitcoin natürlich investieren und DeFi.